Servus Leute, der Ost meldet sich zurück. Heute mal wieder ein Video am Start nach 2 Monaten Pause. Ich musste mich mal wieder sammeln. Keine Ahnung, was ich hier auf YouTube überhaupt noch mache, wenn ich so unregelmäßig Videos bringe. In letzter Zeit kam ja hier auf dem Kanal kaum Videos. Wenn, dann habe ich mich über irgendwelche Sachen aufgeregt. Zu Recht, sage ich mal so. Denn ich muss sagen, über die Xbox One bin ich immer noch nicht glücklich. Ich habe mich ehrlich gesagt so über das Teil gefreut. Am Anfang, wo ich es gekauft habe, aber bis jetzt kommen immer noch keine Spiele raus, die mich interessieren. Und Titanfall war für mich leider eine Enttäuschung, ist mir zu schnell langweilig geworden. Ist zwar ein ganz cooles Spiel, aber ich habe keine Lust, die ganze Zeit nur irgendwelche Bots abzuschlachten und das macht mir einfach keinen Bock. Deshalb ist davon nichts gekommen. Ich habe mir jetzt einen neuen PC bestellt. Ich habe die letzten Monate ziemlich viel PC habe ich gespielt, und zwar Teso. Dann habe ich gespielt auf der Wii U. Mein altes Super Smash Bros., das seht ihr auch hier im Hintergrund, das ist Super Smash Bros. Brawl, leider nur gegen einen Level 9 Gegner. Ich bin jetzt dabei, wieder mich in das Spiel einzufuchsen, weil dieses Jahr kommt das Spiel, worauf ich schon ewig warte. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich habe früher, bevor ich überhaupt YouTube-Videos gemacht habe, ziemlich intensiv Super Smash Bros. Auf Turnieren gespielt und Online-Matches und Ligen, und da gab es alles Mögliche. Sogar so Real-Life-Matches habe ich damals gemacht, seit der N64-Zeit. Und ich werde definitiv, wenn das Ganze für die Wii U rauskommt und für ein 3DS diesmal, werde ich definitiv auch auf meinem Kanal das Ganze, ja, wie soll ich sagen, hypen bzw. hochpushen. Ihr könnt mich dann herausfordern und ich will das wirklich relativ ernst wieder spielen. Nintendo hat diesmal auch in dem Teil für die Wii U einiges gemacht für die Core-Gamer, beziehungsweise, dass man das Ganze wieder ein bisschen mehr competitive spielen kann, also ohne Items, und wer sich selbst killt, wird gebannt, und extra Stages, die flach sind, ohne irgendwelche Ebenen, total geil. Ich verlinke euch mal das Video zu Super Smash Bros. Nintendo direkt in der Videobeschreibung. Das werde ich auf jeden Fall auf meinem Kanal bringen, aber bis dahin dauert es noch eine Weile. Eventuell zeige ich auch oder mache ich ein Let's Play vom alten Teil von Brawl, was ihr jetzt im Hintergrund seht. Das wird natürlich wieder mal nie so viele Leute interessieren, aber ich habe mir so gedacht, ich mache nur noch die Spiele, worauf ich Bock habe. Ich spiele auch immer noch viel Pokémon, muss ich sagen, oder auf der PS Vita aktuell ist Seven ist es gar nicht, das neue. Und das sind alle so Spiele, die man Ihnen zeigen kann. Und wie gesagt, ich spiele auf dem PC Teso. Und mein Problem ist auch, auf meinem Rechner kann ich nicht streamen oder geschweige denn vom PC Videos aufnehmen. Deshalb kommt da auch nichts. Aber die Abhilfe ist geschaffen. Nächste Woche, hoffe ich, kommt mein neuer PC. Den habe ich mit Max zusammengestellt. Hat eine Stange Geld gekostet. Da kann ich dann aber alles machen, streamen. Endlich ordentlich Videos rendern. Jetzt zum Beispiel bei meinem PC ist es so, wenn ich dieses Cam-Software hier anhab, gleichzeitig mein Videoprogramm starte und gleichzeitig die Aufnahme mache, leckt's. Das ist richtig beschissen. Aber da denke ich mal, habe ich schon ein bisschen mehr Motivation, wieder aktiver zu sein. Was ich euch aber schon mal sagen kann, ich werde, denke ich mal, zu 99% kein Call of Duty mehr bringen. Also diesen Kanal nie als Call of Duty Kanal weiterführen, sondern just for fun, auch nie so regelmäßig Videos machen. Was mir gerade zur Zeit Spaß macht, ist wieder Videos über Fitness auf meinem RL-Kanal. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, ich verlinke euch auch nochmal meinen RL-Kanal in der Videobeschreibung. Dort mache ich zurzeit so ein bisschen Fitnesszeug, ein paar Laber-Videos, habe ich ja auch eine Weile nichts gemacht, aber ich versuche schon einmal die Woche dort jetzt ein Video zu machen, und die ganze Sache macht mir auch Spaß. Habe auch schon ganz gut Fortschritte gemacht. Aber darum soll es ja nicht gehen. Das Gameplay im Hintergrund ist relativ alt, sage ich mal so. Also da habe ich noch mich nie richtig einspielen können. Da habe ich gerade wieder erst angefangen. Ich habe auch das Problem, dass ich mit diesem GameCube-Controller hier, den hier, also den Dingens hier, nie ordentlich spielen kann. Also der beste ist immer noch der GameCube-Controller, und das ist der Wii U Classic-Controller, whatever. Ja, so viel dazu. Ich würde mich mal interessieren, oder mich würde mal interessieren, ob jemand von euch immer noch Super Smash Bros. Zockt, ob Melee oder Brawl oder whatever. Das finde ich ganz cool. Und ob vielleicht jemand einen aktiven deutschen Channel kennt, der immer noch irgendwie Battles macht oder Battles gemacht hat. Ich kenne nur die Amis.
Und auf Twitch findet man ja oft Smash Mele Streams, aber so richtig ist da nichts. Und ich denke mal, das wird dann relativ wieder boomen, wenn das Spiel dann am Start ist. So, was gibt's noch zu erzählen? Ich habe abgehackt, neuer PC. Dann habe ich mir einen Haufen neues Hardwarezeug geholt, einen neuen Monitor. Dann hier eine neue MMO-Maus, gerade für Elder Scrolls Online. Dann habe ich mir noch, oh Gott, das liegt hier oben hinten, das von Razer, das Tartarus Keypad geholt. Ich habe mir nicht den Orb-Weaver geholt, den mit den mechanischen Tasten, weil das einfach zu laut ist, wenn man zockt. Und ja, damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Bei der Maus muss ich nochmal gucken. Und ich bin mir noch nicht sicher, wenn mein neuer Rechner da ist, ist ja auch die Möglichkeit, Teso zu streamen, da weiß ich aber, oder besser gesagt, Videos zu machen, aber das wird die Mehrheit noch weniger interessieren. Und morgen, wie gesagt, kommt Mario Kart an Start und da denke ich mal, kommt das eine oder andere Match. Ich weiß, dass der Tomahawk Pain auch voll der Mario Kart-Sucht ist. Seinen Kanal verlinke ich auch nochmal in der Videobeschreibung. Ich denke mal, von ihm wird relativ viel kommen. Er ist ja sowieso der Nintendo-Freak schlechthin, ihr wisst ja. Und das war ein kurzes Lebenszeichen. Macht's gut, tschaußen.